So, neues Spiel, neues Glück. Und ihr ratet's kaum, wir spielen PUBG. Natürlich, jedes Mal, wenn ich Dinosaurier spiele, bekomme ich einen Anschiss in den Kommentaren. Ja. Deswegen wieder PUBG. Und wir gehen jetzt mal, wo gehen wir denn raus? Hier? Ferry Pier, ne? Ich glaube schon. Boah, da wird's so voll werden. Ja, umso besser. Ich spiele nur Casual. Warum spiele ich Casual? Weil ich einfach, wie gesagt, die letzten 3 Wochen kein PUBG gespielt habe. Und ich muss erst wieder reinkommen in das Ding. Und deswegen hier schön langsam angehen lassen. Erstmal hier mal ein paar Runden Casual zocken. Sobald ich wieder einigermaßen drin bin in dem Game, werde ich... Was ist denn das hier? Nichts Schlimmes, oder? Da kommt einer runter, glaube ich. Wenn ich. Ach, witzig, okay, cool. Da liegt ein Dings. Leider. Erfreulich. Sobald ich wieder halbwegs drin bin im Game, werde ich mir wieder die Dings geben, die normalen Games, also die FPP. Okay, passt. Ja, kein Top. Gar nicht so schlecht. Merkt ihr dieses Ruckeln, dieses minimale Ruckeln? Ich habe das Gefühl, dass so, ich sag mal, alle 2 Minuten oder so, oder ja, ruckelt so minimal, ganz minimal. Und ich glaube, das sind welche, 100%. Und es liegt an diesem PUBG Launcher, ihr müsst mal drauf achten. Habt ihr das gesehen? Gerade eben? Hat so einen minimalen Ruckler gegeben. Jetzt muss ich mal ganz kurz in mein... Oh nee, das machen wir noch halt in Ruhe. Nur mal erstmal hier ein bisschen rummetzeln. First Feuer. Wo war denn der? Ein besseres Scope. Da drüber zu kraxeln war hochgradig gefährlich. Gerade schon wieder, ne? Das merkt ihr wahrscheinlich nicht. Das könnt ihr nicht feststellen. Das merkt nur ich beim Spielen. Ich glaube, selbst wenn ich mit 60 Hertz aufnehme, ist das nicht für euch festzustellen. Dieses Geruckle. Mir fällt es allerdings auf. Wo ist denn der Typ hier? Ich glaube, vorne war der irgendwo. Ich muss echt aufpassen, wenn das an den Rücken schießt. Also. Shit, war das schlecht. Ist die irgendwie besser? Die ist, glaube ich, besser als die. Ja, passt. Nehmen wir die Dragunov. Nein, das wollte ich nicht wegschmeißen. So sieht es gut aus. Fünfundvierziger Moonbraumer. Ja, endlich mal wieder was getroffen. Das ist auch ganz erfreulich, wenn das passiert. Wen hatte der das abgesehen? Frizzy the Sizzy? Hat sich, glaube ich, jetzt gerade echt ein bisschen gewundert. Ja, es ist eine Sache der Munition, Leute. Es ist eine Sache der Munition.
Es ist eine Sache der Munition. Extended Quick Draw kann ich nicht nehmen. Warte mal, 80. Ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht. Wir lassen es so. Passt schon. Okay. Ich will noch mehr 45er Moon. 4er Scope. Pfanne. Passt. Wir looten weiter. Equipment. Ja, passt. Smoke. Barrel kickt wie die Hölle. Ja, passt. Ist eigentlich ganz okay. Ist eigentlich noch okay. Nee, wir lassen es so, wir lassen. Sorry, dass ich jetzt hier 100 Mal umge... Da kriege ich bestimmt jetzt auch wieder Kommentare. Loot ist zu lang. Ja, ich schaue in deine Richtung, Maximus Centurio. Ich weiß, das ist schon... Aber ich glaube, das habe ich auch verdient, den Kommentar. Hätte ich verdient, wenn er kommen würde. Passt. Passt. Lass mal so. Jetzt lege ich mich mal kurz hier hin. Nee, kann mich nicht hier hinlegen. Mich dahin. Und jetzt muss ich mal ganz kurz Steuerung Alt entfernen und in den Taskmanager. Und zwar gibt es da eine Application, die heißt PUBG Launcher oder sowas. PUBG Launcher. Die kill ich jetzt, Task beenden. Ihr merkt, PUBG ist noch an. Und dieses Geruckel ist jetzt weg. Ich mache euch nochmal ein Video. Aber schaut mal bei euch in der im Task Tray, wenn ihr PUBG zockt. Da gibt es eine Anwendung, die heißt PUBG Launcher. Und die müsst ihr killen, nachdem ihr das Spiel gestartet habt. Also wartet irgendwie eine Minute oder was. Und dann killt ihr diese Anwendung. Und dann gibt es dieses komische Geruckel nicht mehr. Und das Game stürzt nach 3 Stunden angeblich auch nicht mehr ab. Es ist ja immer so, dass nach 3 Stunden quasi das Game crasht. Mir persönlich passiert es nie, weil ich einfach nie 3 Stunden am Stück PUBG zock. Aber wenn ihr so ab und zu so Ruckler habt, ja, probiert es mal aus. Killt mal PUBG Launcher über den Task Manager und guckt mal, ob sich dadurch was verändert. Und wenn ja, dann lasst mal ein Like und ein Subscribe da. Ja, chill. Alles klar. Ich hatte da drüben noch einen Schuss gehört. Aber ich glaube, das war Jay sein Schuss. Geh auch jetzt nicht und loot den Typen. Sondern ich guck mal hier vorne, da war nämlich noch einiges. Da habe ich noch einiges gehört, dann geh jetzt mal hin. So, hier habe ich noch irgendwie ganz viel gehört. Ja. Sehe nix.
Nee, echt nicht? Direkt vor mir muss noch einer sein. Oh, das war... Der war nicht schlecht, ey. Der war nicht schlecht. Weißt du aber nicht, dass es der einzige war, der da war. Ich hab da ins Gebüsch geschossen, ich... Sicher? Sollten uns vielleicht in die, auf die Socken machen Richtung Zone. Hilft denn jetzt das hier? Boah, das war klar. Das war haarscharf! Was war das? VSS oder was? Einzelschuss. Wo ist er denn? Unser Buddy. Mal sehen. Wieso ist jetzt mal Sound weg? Mein Sound vom Game ist weg, auch cool. Oh mein Gott, mein Sound vom Game ist weg, ich flippe aus. Das ist schon ein bisschen nervig. Da oben ist er. Ja, ohne Sound ist halt blöd. Tja, wenn ich jetzt keinen Sound mehr habe, dann kann ich natürlich auch nicht wirklich gut spielen gegen den Dude. Wie kriege ich den Sound jetzt wieder her? Einen Moment. Also der Sound ist zwar immer noch nicht wieder da, aber den Kasper habe ich platt gemacht. Okay, egal.
Ich spiele ohne Sound. Ich glaube, ihr hört ihn auch nicht, ne? Ich habe 40 Bandagen, das ist ganz gut. Aber ich habe es halt auch noch weit. Das macht halt so keinen Spaß. Und ich habe halt auch echt wenig First Aid Kits. Wie kann ich den Sound jetzt wieder herkriegen? Wartet mal ganz kurz. Na, ist immer noch nicht wieder da. Ja, ohne Sound macht das Game halt echt keinen Spaß. Ja, muss ich ein bisschen mehr erzählen. So, wie geht's euch so? Schreibt's mir in die Kommentare. Oh, es gibt nichts Schlimmeres, als dieses Game ohne Sound zu spielen, echt. Weil ich halt null Ahnung habe, wo die Action abgeht. Es ist so, als würdest du mit verbundenen Augen Auto fahren wollen. Shit. Es tut weh. Es tut weh. Okay, wir müssen weiter. Da ist ein Auto. Bitte lass das noch intakt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Test, test, test. Sie hört mich noch, ne? Ja, okay. Dreizehn am Leben. Oh, da wollte ich nicht parken. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ihr wollt mich wohl verarschen. Das kann nicht sein. Was kann bitte schon alles schiefgehen im Game? Was kann bitte schon alles schiefgehen? Jetzt habe ich keinen Sound. Hab das Auto an den Baum gestellt. Also, es gibt's. Dass ich noch am Leben bin, ist echt grenzt an ein Wunder. Ich spiele wohl gemerkt ohne Sound jetzt hier die ganze Zeit. Da vorne ist ein Dude. Hab ich gesehen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Ne, hat er nicht. Lol. Noch 8 am Leben. Da liegt einer. Das ist der Typ von vorhin. Meine
Knarre ist halt auch. Ich habe einen Schalli dran. Okay, das ist gut. Painkiller rein. Und dann rein in die Zone. Da fährt er im Auto. Ich höre ihn nicht. Ich höre das Auto. Ich höre das Auto nicht. Ich höre das Auto natürlich nicht, weil ich gar nichts höre. Es gab irgendwann mal einen Kniff. Ich weiß nicht, vor Sound zurücksetzen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Falls euch das auch schon mal passiert ist, dann schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das Problem damals gelöst hat. Ich würde mich sehr freuen. Ist nämlich ein bisschen blöd, was hier gerade abgeht. No. Clap your ass und Obstler haben einen Chicken Dinner gewonnen gerade. Im DOD-Clan. Der DOD-Clan nimmt übrigens noch Leute auf, also falls ihr Bock habt, dann schreibt mir mal eine Anfrage, Freundschaftsanfrage, dann kann ich für euch mal ein gutes Wort einlegen beim Clan-Leader. Kriegen wir schon hin. Kommt er zu mir in den Clan und dann zocken wir nochmal eine Runde. Die gewinnen einfach einen Chicken Dinner, Wahnsinn. Währenddessen ich hier blind und taub durch die Gegend krieche, ist schon auch wieder, ist schon irgendwie so lustig. Kann man sich fast nicht ausdenken, sowas. Okay, da vorne ist er. Sehen, aber ich kann, wenn ich jetzt aufstehe. Light of Peace. Light of Peace, alles klar. Ich höre nichts, ne? Also ohne Geräusch ist halt. Davon ist er. Dann gesehen? Da vorne, da oben lurcht der. Hab ich gesehen, ne? Ja, schwer zu sagen. Noch drei. Nochmal einen Energy Drink rein. Ich bin in der Zone, wie es aussieht. Gefällt mir. Ich bin zumindest nicht weit außerhalb der Zone. Gut, jetzt muss ich mich voll und ganz auf meine Glubsche verlassen hier. Ach Gott, wie bitter ist das, bitteschön. So, ich bin offiziell in der Zone. Es könnte neben mir einer im Gebüsch rumlaufen. Ich würde es nicht hören. Es ist echt fatal. Steht da einer? Nee. Ah. Noch zwei. Okay, jetzt bin es noch ich und einer. Wenn ich jetzt wüsste, ich wüsste jetzt, wo er ist, wenn ich Sound hätte. Aber da ich keinen Sound habe, weiß ich halt nicht, wo er ist. Augen auf. Glubschis auf. Da ist er. Im Haus. Haben wir eine BZ-Granate? Nee. Okay, das war krass. Ich habe einen Chicken Dinner gewonnen ohne Sound. warte mal, vielleicht kann ich wenigstens das abspielen. Das hat Sound, oder? Ja, das hat, glaube ich, Sound. Oh mein Gott, Leute, was für ein Spiel. Oh mein Gott. Ich sage danke fürs Zuschauen und jetzt schalte ich mal meinen Rechner neu. Also, ciao.